Was geht ab, meine lieben Freunde, willkommen zurück hier zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal, Freunde. Wir hören natürlich rein, wie versprochen, bei dem neuen Casey Rebel Track. Manchmal heißt der. Das Ganze ist produziert von MB und Akid. Sag mir gar nichts, muss ich sagen. Aber wir haben ja schon vor 2 Wochen zu Daddy's Back eine Reaction gemacht und Bro hat mich so abgeholt. Checkt die gerne ab, die ist noch online. Natürlich ist sie noch online, warum sollte sie nicht online sein? Aber hat mich sehr abgeholt, wirklich. Das war so, oh, ich hatte ein bisschen Gänsehaut und war so ein bisschen, ja. Er ist back, Mann. Ich habe mich sehr gefreut auf jeden Fall. Und jetzt haben wir manchmal, es gibt ja Leute, die sagen manchmal. Manche Leute sagen manchmal. Aber woher kommt das? Woher kommt das? Ist das so aus dem Osten? Manchmal? Manchmal? Sagt ihr das? Ich sage manchmal. Aber manche Leute sagen manchmal. Ich glaube, das ist Osten-Ding, oder? Ich glaube schon. Ah doch, MB habe ich schon mal gehört, die Blues Attack. Habe ich schon mal gehört. Nicht immer, aber manchmal klären sich die Dinge mit Paganschatz. Okay, ein bisschen musikalischerer Vibe, okay. Und dann wiederum manchmal lösen. Er sagt manchmal! Er sagt manchmal! Sagt Casey manchmal? Paganschatz. Und dann wiederum manchmal. Ja, er sagt manchmal. Er, krass, okay. Er sagt manchmal. Aber warum sagt man das? Woher kommt das? Aber Casey ist ja nicht aus dem Osten. Sagt man das im Ruhrpott? Sagt man das im Ruhrpott so ein bisschen da die Richtung? Lösen sich die Dinge mit einem Anschlag, wenn der Kreis sich dann schließt. Ja, okay, manchmal reimt sich halt besser, wenn man manchmal Anschlag, da hat man diesen Sound mehr. Vielleicht war es auch für einen Reim, ich weiß es nicht. Jetzt geht es nur ums Prinzip, jeder kriegt, was er gibt. Okay. Checker aber. Manchmal wollen sie dich als Flachnummer sehen. Oh. Dass deine Geschäfte den Bach runtergehen. Okay. Und manchmal machst du dann ein 8-0 auf Safe, Bunkers 8-0 im Safe und ist nur Lachs und Steak. Oh, okay, ja, Bro. Es ist so ein Blessing, dass Casey wieder solche Sachen droppt hier. Holy shit, Mann. Geil. Manchmal, wenn deine Brüder dich verraten und auf dich scheißen, nur bei guten Zeiten da sind, musst du Gas geben, linke Spur rasen. Sie sehen dich dann vielleicht in ihren Städten auf Plakaten. Sie treuen doch nur grundlos, doch du machst sie nur tot. Manchmal ist es der Erfolg, der sie bumst, Bro. Da boah, wirklich, das ist wieder Mucke wie früher auch. Das gibt mir Casey von früher Vibes. Das gibt mir so wirklich Casey von früher Vibes. Geil. Oben kreuzen sich die Wege, egal was sie dir wünschen. Allah soll ihnen das Doppelte geben. Manchmal bist du down auf ein Gibbet und manchmal bist du drauf und am Limit. Manchmal geht es nett und korrekt. Digga, er freut sich so. Bruder, habt ihr gesehen, wie er gelacht hat? Digga, für ihn war beste Tag. Für ihn war beste Tag, Junge. In bar bezahlt, die wollten keine Rechnung haben. Mashallah, hier 15.000 in bar, geil. Er wirklich, er macht nachher so Freudentänze zu Hause, Digga. Krass. Ist nett und korrekt, aber manchmal ist die Hemmschwelle weg. Nicht immer, aber manchmal klären sich die Dinge mit Paganschatz. Geil. Darum manchmal geil. Lösen sich die Dinge mit einem Anschlag. Wenn der Kreis sich dann schließt, geht es nur ums Prinzip, jeder kriegt. Digga, Casey kann mir, wenn er will, auch gerne mal so einen Autoschlüssel, so einen nagelneuen in die Hand werfen. Ich würde mich auch nicht beschweren. Ich bin da. Hey, ich würde mich nicht beschweren, Bro. Was er gibt, das ist Life auf der Street. Hier geht's nur ums Prinzip, jeder kriegt, was oh, er gibt. Hart. Aufgedreht, Ventil aufgedreht, ich spuck paar Zeilen raus und schieß aus Versehen. Opferte viele Jahre für paar gute Tage und hoff, das Glück kommt, gerade wenn ich's nicht erwarte. Manchmal, wenn ich Flex mach. Das wird kein Track sein, der in Playlisten rauf und runter laufen wird. Kein Track sein, der geisteskrank oft gestreamt wird. Und das wusste Casey logischerweise auch. Aber das finde ich halt so geil, dass er diese Mucke macht, weil er Bock drauf hat und weil es Leute gibt wie uns, die das enjoyen, ja. Und das ist halt nicht dieses, oh, das ist jetzt der musikalische Song, der 2 Minuten lang ist und bei Spotify jetzt in der Shisha-Bar-Playlist läuft. Das wird er nicht sein, so wisst ihr, aber umso besser ist es, dass er diese Art von Mucke macht so und sein Ding durchzieht und ja, weil das brauchten wir, sowas brauchten wir mal wieder. Ich finishing und lass mir für den 70er Flaschen an die Tische bringen. Und manchmal ist nur Pain in mein Bier drin. Wir nehmen uns was kommt, zeig mir Haie, die mit Fischen schwimmen. Manchmal macht sie Perfektes für uns, auch wenn sie nicht muss und man guckt weg, wenn sie guckt. Und manchmal ist dann die Frau, die du liebst, da draußen und spielt mit dem Vertrauen, was du ihr gibst. Manchmal gehst du lieber safe und bist der Fendi, doch mach. Aber wirklich, Casey ist so wirklich der Mentor, der so durchgeht und immer so die Lebensweisheiten gerade im Musikvideo hier so erzählt und sagt, ey, so und so und so und so. Und ich glaube, Casey redet auch so ein bisschen zu uns. Er ist so ein bisschen
für viele, jetzt Papa ist vielleicht übertrieben, aber so ein bisschen so, check dir so ein bisschen so, ey, er will gute Werte mitgeben auch. Dann die allergrößte Knete mit deinem Gamble, ja Herro, ja Merro, ja Leb. Okay, vielleicht nicht immer die besten Sachen so irgendwie. Ihr müsst jetzt nicht unbedingt alle Sachen mit einer Glock klären oder so, das jetzt vielleicht nicht. Du bist der Fendi, okay. Doch machst dann die allergrößte, okay. Knete mit deinem Gamble. Ja Herro, ja Merro, ja lebende Legende, oder Leben ist zu Ende. Nicht immer, aber manchmal klären sich die Dinge mit Pergunschatz. Und dann wiederum manchmal. Boah, aber Hook wirklich auch Ohrwurm. Hook ist wirklich auch Ohrwurm, okay, checke. Klären sich die Dinge mit einem Handschlag. Wenn der Kreis sich dann schließt, geht es nur ums Prinzip. Jeder kriegt, was er gibt. Hook ist wirklich Ohrwurm. Das ist auf der Street, hier geht's nur ums Prinzip. Jeder kriegt, was er gibt. Ja, checke. Boah. Sorry, auch beim Art-Dings, beim Art-Cover, wie Casey aussieht. Sorry, Digga, auch Al Capone, sein Sohn einfach, okay. Ich checke, okay. Shoutouts Casey, Mann. Shoutouts Casey Rebel. Geil. Ja, Bro, Daddy is Back war natürlich crazy. Also, Daddy is Back war halt crazy, crazy, ne? Was soll ich sagen? Aber manchmal hab ich auch sehr abgeholt. Anderer Style habe ich sehr enjoyed. Schwarz-Weiß Musikvideo, so ein bisschen ernsterer Ton. Hook am Ende noch ultra Ohrwurm geworden. Also habe ich auf jeden Fall im Kopf. Ist im Kopf geblieben und ich enjoy es auch irgendwie sehr. Boah, ich check jetzt erst. Dass Casey Rebel hier vor dem Real gedreht hat, weil er real geblieben ist. So, das habe ich jetzt erst gecheckt, Bro. Holy fuck. Das habe ich jetzt erst gecheckt gerade hier von Daddy is Back. Bro, habe ich eine lange Leitung manchmal. Das ist crazy. Aber auf jeden Fall, ja, ich mochte das Musikvideo gerne. Irgendwie wie er so als Mentor fungiert das quasi. Und ja, wie ich eben schon meinte, diese Art von Mucke, die er macht, die wird heutzutage zu selten gemacht, deswegen enjoy ich das sehr. Und klar, Casey hatte auch seine Phase, wo er super viel melodisch und so gemacht hat, so, und das war eine geile Zeit auch mit Summer zusammen, aber ich enjoy es eben auch jetzt, diese Art von Mucke wieder zu bekommen, die einen an früher erinnert, die, keine Ahnung, irgendwie so gute Werte mitgibt, jetzt natürlich außer alles Regeln mit Gunshots, müsst ihr jetzt nicht unbedingt machen, ja. Aber Casey ist back, man sieht, er hat Bock, und ich freue mich, wir werden auf jeden Fall die nächsten Tracks, die rauskommen von ihm, auch noch alle hier zusammen uns anhören, und ich freue mich auch aufs neue Album, deswegen, wir werden da auf jeden Fall am Start sein. Und auch bei Morpheus müssen wir auch nochmal reinhören eigentlich, ne? Da müssen wir eigentlich auch nochmal reinhören. Habe ich früher gerne abgecheckt, aber war dann immer Copyright-Probleme. Aber können wir auch nochmal machen. Gut, Freunde, ich will auch gar nicht voll lang labern hier, ja? Ich weiß nicht, wann das Video online kommt. Eventuell Samstag, eventuell auch erst Sonntag. Dann tut es natürlich leid, dann geht's morgen wieder zum Ackern. Was soll ich sagen, Freunde? Aber ich hoffe, ihr habt einen wunderbaren Tag, Freunde. Ja, bleibt alle so fresh und gut aussehen wie immer. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, welche Songs diese oder letzte Woche rausgekommen sind, die wir noch abchecken sollen zusammen. Dann machen wir das super gerne. Und ja, dann halte ich euch geupdatet hier auf dem Kanal. Vergesst heute nicht zu lächeln. Ganz wichtig, Freunde, dann war das nämlich ein erfolgreicher Tag heute. Und ja, dann sehen wir uns. Ciao.